Hi, ich bin Jana von ABC Design und ich stelle euch heute den AVUS 2 vor. Der AVUS 2 kommt in einem Paket zu euch nach Hause und das Einzige, was ihr benötigt, ist eine Schere. Und jetzt schauen wir mal rein, was da drin ist. Hier sehen wir den ausgepackten Lieferumfang, nämlich den AVUS 2 und seine zwei Vorderräder. Und jetzt bauen wir den mal auf. Dazu lösen wir hier die Transportsicherung und klappen ihn einfach auf. Die Räder werden befestigt, indem ihr sie einfach reinsteckt, bis es klackt, und auf der anderen Seite genauso. Und schon haben wir einen aufgebauten AVUS 2. Der AVUS 2 hat super leichte Airless-Räder, die 360 Grad frei schwenkbar sind. Ihr könnt sie aber natürlich auch feststellen, indem ihr den Hebel einfach in die Mitte schiebt. Und wenn das Rad einrastet, habt ihr festgestellte Räder. Zudem hat auch der Buggy eine integrierte Einzelradfederung, die ihr hier seht, die euch ermöglicht, über unterschiedliche Untergründe zu laufen. Ihr habt beim AVUS 2 eine super coole Bremse, die ihr betätigt, indem ihr sie einfach nach unten drückt. Und wenn ihr den kleinen Hebel oben drüber betätigt, ist sie wieder lose. Und so bleiben eure Schuhe immer schön sauber. Hier seht ihr unser neues Happy Belt 5-Punkt-Gurtsystem. Ich öffne mal den Schutzbügel für euch, damit ihr es besser sehen könnt. Und zwar sind hier unsere abstehenden Gurte, die ermöglichen eurem Kind ein einfaches Einsteigen. Und auch für euch ist es komfortabler, euer Kind anzuschnallen. Und hier haben wir das magnetische Gurtschloss. Wenn ihr links und rechts draufklickt, dann könnt ihr es öffnen. Und ihr seht, ihr könnt es auch einhändig wieder schließen. Und so habt ihr eure andere Hand immer für was anderes frei. Ihr könnt die Gurte stufenlos verschieben, indem ihr sie von vorne einfach hochzieht. Oder dasselbe auch nach unten. Zudem habt ihr die Möglichkeit, den Sitz und die Sitzfläche zu verkleinern, indem ihr zum Beispiel den Schrittgurt oder den Gurt einfach durch die Schlaufen durchfädelt. Ihr könnt die Rückenlehne stufenlos nach unten stellen, indem ihr den Hebel betätigt. So habt ihr eine flache Liegeposition. Ihr könnt es aber auch in eine Zwischenposition bringen, indem ihr es einfach nach oben drückt. Die Fußstütze wird verstellt, indem ihr sie zum Beispiel einfach nach oben schiebt oder dank des Hebels wieder nach unten. Ihr habt hier ein neues integriertes verlängertes Sonnensegel. Und wenn ihr den Reißverschluss hier hinten öffnet, könnt ihr das Ganze noch weiter verlängern, sodass euer Kind noch mehr Sonnenschutz hat. Und hier hinten haben wir noch ein Belüftungsfenster für euer Kind oder einfach ein Sichtfenster für euch. Der AVUS 2 hat einen Knickschieber, den könnt ihr betätigen, indem ihr die Knöpfe hier drückt. Ihr könnt ihn in verschiedenen Stufen stellen. Da der AVUS 2 keine Querstrebe hier hat, habt ihr sehr viel Beinfreiheit und gerade bei größeren Menschen ist es ein richtiger Vorteil. Ihr habt ja auch einen großen, schönen, praktischen Einkaufskorb, den ihr bis zu 5 Kilo beladen könnt. Die Stoffe haben einen UV-Schutz von 50 plus und sie sind wasserabweisend und das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr schön den Lotus-Effekt. Das Zusammenklappen ist auch ganz einfach und zwar machen wir als erstes das Verdeck nach hinten. Dann öffnen wir das Gurtschloss, denn wir müssen an die Sitzfläche. Hier öffnen wir den Klettverschluss. Hierfür betätigen wir einfach einen der zwei Clipper, der für euch angenehmer ist, und ziehen ihn nach oben. Und schön ist der AVUS 2 zusammengeklappt. Das Aufklappen ist auch ganz einfach und zwar lösen wir hier einfach die Transportsicherung und ziehen den Buggy einfach auf. Und schon ist er wieder aufgeklappt. Ihr könnt den AVUS 2 bereits ab Geburt nutzen und ihr habt die Möglichkeit, eine Babyschale anzubringen. Dafür benötigt ihr die AVUS-Adapter und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Und zwar werden die AVUS-Adapter in die Aufnahmen des Schutzbügels eingeklipst, auf der anderen Seite genauso. So, jetzt sind die Adapter drauf, die Rückenlehne ist nach hinten gerichtet und dann macht ihr die Babyschale Tulip einfach drauf. Und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn ihr die Tulip auf dem AVUS 2 habt.